Ja, und wie geht das dann weiter? Also, der Gangster, der wartet in einem Eck, bis der Bud Spencer vorbeigeht. Ja, aber der sieht den Gangster natürlich schon aus den Augenwinkeln und wusch! Dann hat er ihm die Faust auf den Schädel. Eine echt geile Action war das. Der hat ihn richtig so genommen und bumm! Bitte dich, Bernie, da soll man einen stilleren Film, wenn du gerade ein Geschirr in der Hand hast. Bleiben Sie cool, Frau Schäfer. Mittlerweile habe ich nämlich schon geschnallt, wie man die Sachen gut balanciert, gell? Geschnallt, Mutter, dass man das gut balanciert und sofort wieder vergessen. Herrgott, wir sollten gleich aber bei einer Geschirrfabrik sein, das der sich rentieren bei uns. Bernie, was ist denn schon wieder alles hin, hä? Wetten, Sie sind jetzt echt erschrocken. Also die Wette gewinnst du jedes Mal spielend, gestehe. Na, Sie werden jetzt echt lachen, Frau Chefin, aber ich hab nur das Besteck runtergehauen. Ich werde gar nicht viel lachen, du. Ich werde bald bei dir diese geile Action probieren. Und da soll sich ein Jugendlicher auskennen, bitte. Bitte, wenn ich was kaputt mache, dann sind sie böse auf mich. Und wenn ich nichts kaputt mache, dann sind sie auch böse auf mich. Ja. Na, es ist nämlich echt so, dass die Jugendlichen heutzutage überhaupt keine zärtlichen Zuwendungen mehr von den Erwachsenen bekommen. Natürlich. Du, in Zukunft werden der Janik und ich dir für jedes hinige Glasl ein Bussi geben. Du, da hätte ich noch einen besseren Vorschlag. Unterbreitest diese Idee dem Herrn Sektionschef, ja? Aber dann lass mich bitte dabei sein. Die Generationen sollten sich die Hände reichen, dann wird das Leben viel, viel leichter. Wir sind aber stur und regen uns über kaputtes Geschirr jedes Mal auf. Mir gruft es mir. Genau, aber dabei ist das doch wirklich nicht das Ziel, ne? Wirklich nicht. Doch hast recht, bei dir ist das echt alles sinnlos. Johella, du bist da. Bist du mit deiner Arbeit oben in der Mansarde schon fertig? In keinster Weise. Im Gegenteil, ich bin mittendrin. Aber mir ist ja eingefallen, dass der Gut und der Heinz auf einer Vernissage sind. Und sie wussten nicht genau, wann sie kommen werden. Und da habe ich gesagt, sie können jederzeit kommen. Und ich serviere Sandwich und den Wein. Ja, ja, ist wunderbar. Ich meine, deswegen brauchst du doch nicht von den Höhen des Olymps hier heruntersteigen. Ich meine, wozu? Na, wozu? Wozu? Ich habe ja vergessen. Ah, Moment. Also warum bist du also wirklich heruntergekommen? Na, warum wohl? Weil ich nicht gewusst habe, habe ich nun das Sockel, mein Gott, ich habe ja so viel anderes im Kopf, wo ich das Sockel gesagt habe. Ich hab da anderes im Kopf, du bist ja ordentlich verkühlt. Du solltest Wahnsinn. Nicht, da oben ist sicher kalt in der Mansarde. Es zieht, Wengele. Ja, na gut. Aber weißt du, ich weiß nicht, ob ich der Sockel gesagt habe, dass sie mir das Sandwich macht. Jetzt stell dir vor, ich krieg Gäste und da sind nur saubere Gurken da. Das ist doch überhaupt keine Affäre. Nein. Ich werde sie anrufen. Ja, du, das ist lieb von dir. Ich werde ein bisschen Kaffee trinken. Ach, der wird mir gut tun. Es ist aber auch zu blöd, wegen jeder Kleinigkeit muss man runterrennen. Auf den Mond fliegen sie, bald fliegen sie auch auf den Mars. Aber so, natürlich. Also die Sokol hat die Sandwich vorbereitet, es ist alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Wieso? Aber wenn ich, die ganze Welt ist computerisiert, heißt das nicht? Ja. Aber wenn ich bitte, dass man da oben eine Telefonleitung legt auf der Mansarde, in der Mansarde, ja, da heißt es, nein, gnädige Frau, das ist nicht möglich. Ja, schau, du bist zu blöd. Ich habe getan, was ich tun konnte, aber ich bin heute kein technisches Genie. Ich habe leider bisher kein Mittel gefunden, das vermeiden könnte, dass du als große Dichterin von den Höhen des Olymps herniedersteigen musst, hier in die Niederungen des Tieflands, wegen ein paar beleckter Brötchen. Sag einmal. Ja. Du lässt wohl keine Möglichkeit aus, nicht? Mir ein paar Seitenhiebe zu versetzen. Du verkneifst es dir nicht. Ich könnte es mir ganz leicht verkneifen, aber ich will dich ja abhärten. Weißt du, Was willst du? Abhärten. Schau, wenn dein Buch erscheint, na, was glaubst du? Also da werden einige Kritiker werden schreiben, ja, ist ganz nett, aber nichts Besonderes. Na, vielleicht schreibt einer auch, es wird sehr gut, nicht? Wird auch sein. Aber es wird auch ein paar geben, die sagen, na, das ist ja ganz entsetzlich, unter jedem Niveau. Weißt du, und da will ich dran gewöhnen, kalt, heiß, will dich abhärten.
Aha. Also pass auf. Ich gehe jetzt gestärkt auf meinen Olymp. Ja. Aber ich möchte dir vorher danken, dass du ein Training mit mir machen möchtest. Heiß, kalt, ja. Das liebe ich. Ich bin nämlich eine Verehrerin vom Pfarrer Kneipp. Aber Wiedersehen. Ja, ja, Wiederschauen, liebe Hilla. Bei Gelegenheit könnte ich dir etwas ja vorhalten, ich glaube, das hat ja gar keinen Sinn. Wenn ich es ihr vorhalte, wird sich ja sowieso abstreiten, dass sie das jemals gesagt hat. So, das wäre jetzt die dritte Platte, die werde ich jetzt zudecken mit einer Folie. Der Bernie, bring mir eine Folie heraus, weil sonst trocknen sie mir aus. Bernie, jetzt weiß ich nicht, hat mich der Kerl oder ist die mit seinem Hirn schon wieder beim nächsten Jim Boom Film? Frau Sokol, ich habe eine Frage. Ja, Herr Kurt, Sie könnten mich zum Beispiel fragen, wie es mir geht, oder einen schönen guten Abend könnten Sie sagen. Bitte schön, ja, schönen Abend heute Abend. Wie geht es Ihnen, Frau Sokol? Guten Abend, Herr Kurt, danke. Es geht mir immer so, wie die anderen wollen. Wie geht es Ihnen? Sind Sie denn schon von der Reise zurück? Nein, ich befinde mich eben in einem Jumbo-Jet mitten über dem Indischen Ozean. Was reden Sie denn da? Sie stehen doch hier. Na eben, na schauen Sie, was sollen denn diese dauernden Fragen, diese abnützenden Begrüßungen? Es sind doch keine Chinesen, die sich dauernd voreinander verneigen, ehe sie zum Wesentlichen kommen. Können ganz beruhigt sein, Herr Kurt, ich werde mich vor Ihnen sicher nicht verneigen. Frau Sokol, sagen Sie, haben Sie meine Frau gesehen? Ihre Frau? Ja, öfter. Ja, bitte schön, wann genau, bitte wann haben Sie sie gesehen? Das haben Sie ja nicht wissen wollen. Sie haben nur gesagt, ob ich sie gesehen habe. Und ich habe sie zum Beispiel im nächsten Jahr, müsste ich ca. 20 bis 30 Frau Sokol, treten Sie nicht auf meine Nerven herum, die eh so lädiert sind. Vielleicht wollten Sie einen Kamillentee. Was heißt Kamillentee? Ich meine, die Füße baden. Bringen Sie mal einen Ihrer untrinkbaren Cognacs. Was so oft ich angerufen habe, ich kann sie einfach nicht erreichen. Da gibt es eine Möglichkeit. Vielleicht ist das Telefon hin. Das Telefon kann ja nicht hin sein, meine, wenn es bei ihr läutet. Ah, das ist auch wieder wahr. Na, dann ist sie vielleicht nie daheim, ne? Na, das ist es ja. Da liegt ja der Hund begraben. Aber das ist nie da. Ne? Gerade jetzt, wo meine Geschäfte fantastisch gehen, können Sie sich gar nicht vorstellen, wie die Geschäfte jetzt gehen. Biotex, seitdem der Osten offen ist, Biotex wunderbar, in Budapest, in Warschau, in Bratislava, mir geht es so wie dem Modro. Ne? Da weiß ich auch nicht, wo er anfangen soll, wo er enden soll. Gerade jetzt kann doch meine Frau nicht dauern, ich verstehe das, auf Läppschi sein, wie sie, die da draußen sind. Sie wird vielleicht zum Friseur gegangen sein. Ins Friseur, was jeden Tag Friseur, was macht sie am Abend? Na, da wird sie vielleicht turnen. Wissen Sie, da gibt es jetzt so Kurse für berufstätige Abendturnen. Aber gehen's Abendturnen, na gut, oder? Ich frage mich, was macht sie tagsüber? Was weiß denn ich, Herr Kurt, fragen Sie mir nicht aus, ich habe keine Ahnung. Bitte schön, die Folie. Sag einmal, Bernie, hast du die von der Rolle abgeschnitten? Ja, das war das letzte Stück, mehr war nicht mehr drauf, aber... Sag, bist du deppert, da scheint dir so durch den Mund zu... wo kommen wir denn da hin, da soll ich die Brötchen zudecken? Bitte schön, Frau Chefin, aber diesmal sind Sie schuld. Ja. Wieso? Weil Sie haben nämlich da draußen ein Salamiplateau verloren und auf dem bin ich ausgerutscht und hätte beinahe eine brutale Brezen gerissen. Ja, mit Gott sei Dank noch der Fanger. Na, wo ist denn das? Allerdings leider erst bei dem Tisch, wo die Torte mit den 50 Kerzen steht. Und da habe ich mich automatisch mit der Folie abstützt. Was auf der Torte? Bitte, jetzt kollabieren Sie mir nicht, werte Chefin. Nee. Es sind nur die Kerzen beschädigt, nicht? Kerzen haben wir ja noch genug. Nur Folie eben nicht mehr. Wenn Sie gesehen hätten, wie ich herumgeturnt bin, nur damit ich nicht in die Torten fällt. Ich sag's ja, Abendturnen ist gesund, aber der Herr Kurt, der hält nichts. Ja, nee, an einem Blödsinn muss ich mir da an. Meine Frau turnt ja nicht. Guten Abend, Herr Everer. Ja, guten Abend. Ihre Frau habe ich gesehen. Wann, wo? Jetzt? Nein, nicht jetzt, am Nachmittag. Da ist sie zu einem Herrn ins Auto gestiegen, vor der Haustür draußen. Was, einem Herrn eingestiegen? Das ist das letzte Drittel des Lebens. Wie hat er denn ausgeschaut? Moment, so ein älterer, ne? Nein, der war garantiert jünger als ich. Nein, ist mir nämlich aufgefallen, wer hat ausgeschaut wie so ein smarter Softie aus dem Film. Aha, ich weiß schon. So ein großer, älterer, aber gestreckt ein bisschen, ja, genau, elegant. Genau, ja.
Und ich bin gerade vorbeigegangen. Schatz, der hat ein Aftershave gehabt. Das reißt den stärksten Eskimo vom Schlitten. Und was heißt das auf Deutsch? Ein Geruch nach wilder, freier Welt. Na, wie es in der Reklame sagen. Ja. Also ich weiß schon, wer das ist. Das ist natürlich der Direktor Riegel. Ne? Meine Frau hat das öfter mit seiner Frau geschäftlich zu tun. Frau Sager, da haben Sie das gehört. Sie brauchen mir nichts zurückgeben. Ne? Kaufen Sie sich eine neue Folie dafür. Wiederschauen, Herr Wiederschauen. Wiederschauen. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Nicht nur, dass er freiwillig zahlt, da gibt doch noch ein fürstliches Trinkgeld. So, da hast einen 50er, obwohl man sollte deine Kinoleidenschaft nicht noch sponsern, du bist von allein schon verwirrt, genau. Dankeschön, Frau Chefin. Obwohl, Sie dürfen natürlich nicht übersehen, dass diese Filme auch einen gewissen Bildungseffekt haben. Ne? Mhm. Man lernt ja fürs Leben. Ja, wie man wenn die Faust auf den Kopf donnert. Aber ob du da, du Händel, damit was anfangen kannst, für die war es gescheiter, du lernst schnell rennen, du hast sehr viel mehr davon. Na, ich bin ja noch im Bären, ne? Ja, das kann man nur hoffen. Sagen Sie, brauchen Sie mich heute eigentlich noch? Nein, du kannst gehen. Das ist sehr nett, dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend. Servus, Buur! Jetzt rennt er unter Garantie ins nächste Kino. Ich war ja auch nicht anders in dem Alter. Nein! Mist, Buur, Elendiger. Jetzt weiß ich, warum der so schnell balisiert ist. So, jetzt kann ich mich spülen und kann die ganzen Kerzeln nein, schaffe tun, weil wenn der Janik das morgen in der Friede dort im Eiskasten findet, dann trifft der Schlagfuß an den Kerzeln. Marant Josef, na das ist ein Vergnügen. Grüne, die gingen nicht. Rote, die gingen auch nicht. Keine weißen Kerzeln. Na bitte? Bitte, keine weißen. Muss ich die? Nein, die roten, die sind ja da, jault der Janik auf, weil die sind viel Krampus. Die Grünen sind allerdings weihnachtlich, aber was soll ich tun? Na eh, doch, wenn ich den Mist vor ihm da klingt, dann werde ich die Diener wadeln führen. Ne, den darf man ja nicht einmal angreifen, denn das Händel schaut ja sonst so aus wie die Kerze rum da. Grüß dich, Frau Schwager. Sag mal, schwierig oder hast du Schwierigkeiten mit der Luft? Aber was heißt, ganz im Gegenteil, keine Rede. Aber der Franzi, sie fehlt mir nur bei jedem zweiten Atemzug. Ne? Das ist doch wirklich ein Skandal. Der Lift, ich meine, immer noch gestört. Du, gut, von gestört kann ich überhaupt gar keine Rede sein, so untertreiben. Ja. Der Lift ist hin, der muss völlig neu gemacht werden und das wird nur ein paar Wochen dauern. Ja, oder was, da kann man sich gleich eine Kammerl am Stephansdom oben nehmen. Das ist doch wirklich, Franzi, furchtbar. Dritter Stock ist ein reiner Wahnsinn. Ja, aber bitte. Man ist ja auch nicht mehr. Ob zweiter oder dritter Stock ist doch letztlich egal. Nein, du solltest dir ein Beispiel nehmen an der Villa und mir. Wir haben uns entschlossen, wir rennen pro Tag ein paar Mal hinauf und wieder hinunter und hinauf und wieder hinunter. Ja. Du, das ist ein wunderbares Fitnesstraining. Davon abgesehen, wir haben überhaupt keine Aggression und keine Aversion mehr gegen den hinnigen Lift. Du Franzi, du weißt, ich sollte eigentlich mit dir reden. Es ist, Franzi, um eine sehr diffizile Angelegenheit, eher intimer Ort. Ich möchte nicht, dass Greti und Bleti zuhören. Du hast das heute ja wunderbar getroffen. Es ist weder Greti noch Bleti hier. Bin ganz allein. Komm, leg ab. Du bitte. Franzi, es wäre mir sehr lieb, wenn die Hilla dabei wäre. Ja, du, das wird schwer möglich sein, denn die ist in der von dir so herrlich eingerichteten Mansarde Aber sie wird dann runterkommen. Ja. Dann musst du halt dabei mit mir vorlieb nehmen. Bitte komm. Schön, ja. Danke dir, Franzi. Danke sehr, liebe. Du, Franzi, ich möchte dir einige wichtige Fragen stellen, die mein Leben betreffen. Ja, wunderbar, komm, nimm Platz. Was darf ich denn anbieten? Willst du einen Kaffee oder willst du lieber irgendwas anderes? Das kommt darauf an, aus Sicherheitsgründen wird hier derselbe Cognac ausgeschenkt wie unten in der Konditorei. In der Konditorei wird überhaupt kein Cognac ausgeschenkt, da wird ein Weinbrand ausgeschenkt, weil dann schickt man in den Tee hinein. Aber du willst einen Cognac haben, einen echten, bitte, kannst du haben. Sag, ist das deine wichtigste Frage? Du fragst die... Es geht um die Hilde, meine Frau. Um deine Frau? Sag einmal, was ist los mit ihr? Ist sie am Ende krank? Nein, krank ist sie sicher nicht, denn das hätte sie uns ja gesagt. Du, Franzi, nie kann ich sie erreichen. Wann immer ich sie anrufe, nie sie ist die, und ich habe oft angerufen,
aus St. Pölten, Adlernfuchheim, Wels, Graz, in Schwarz aus St. Pölten. Eine ganze Stunde telefoniert, der Mann mit einem Gramsbau hat mich sogar tätlich bedroht. Nein, in Innsbruck, überall. Gut, du brauchst mir nicht die ganze Strecke von der Westbahn erzählen, die kenne ich sowieso. Aber warum hast du denn so häufig angerufen? Warum? Weil sie nie daheim war. Ah, das ist von zwingender Logik. Franzi, mein Verdacht ist inzwischen Gewissheit geworden. Sie hat einen anderen. Kein, bitte, was ich ein paar Mal nicht so aussehe. Du, Franzi, ich weiß schon, ich weiß sogar, wie er ausschaut, ne? So ein billiger Fächer, ne? Ja, billiger Fächer, Casanova für Arme, ne? Mit einem Auto, ne? Duft der großen freien Welt, ne? Wie eine Duflair. Ja, weißt, da muss ich jetzt auch einen Kognak trinken. Sag mal, woher weißt denn du das? Man hat eben auch seine Informanten, seine höchsten, tüchtigen Leute, nicht wahr? Das ist furchtbar. Man hat eben seine Leute, nicht wahr? Ja. Und du hast immer wieder angerufen? Ich habe immer wieder angerufen, nicht wahr? Und hast sie nicht erreicht? Ich habe sie nicht erreicht. Na, ist ja kein Wunder, nicht wahr? Wenn es nicht zahlt, kannst du nicht erreichen. Na ja, nur da, was sag ich da dann? Das ist immer dasselbe Thema. Was soll ich denn machen, Franzi? Cool. Ja. Also zuerst einmal würde ich dir raten, atme einmal tief ein und dann atme tief aus. Weißt du, du musst das lernen von den Spitzensportlern. Du musst einmal sehen, wie die Spitzensportler sich die Lunge vollsaugen und wie sie dann langsam auf der Luftsäule ausatmen. Aber Franzi, jetzt kommen wir doch nicht mit den Sportlern, mit den Skifliegern. Ich meine, das ist ja, ich bin ein einfacher Österreicher, also, der sein Glück in einer harmonischen Ehe geglaubt hat, gefunden zu haben. Und in diesem Glauben, in diesem harmonischen, hast du gar heftig herumgeflirt. Oh, geflirt, natürlich wie das Leben spielt, nicht wahr? Aber die Hilde ist eine andere Natur, nicht? Die gibt immer gleich ihr Herzblut hinein. Gut. Ja? Du, jetzt muss ich dich auch einmal etwas fragen. Ja. Bist du eifersüchtig, weil du fürchtest, dein Besitz, die Hilde, könnte dir abhanden kommen, also sozusagen aus gekränkter Eitelkeit? Ja. Oder hast du wirklich Angst, sie zu verlieren? Franzi, Fragen stellst du, ne? Was wird es denn sein? Wird da der Mischung sein, ne? Zwischen gekränkter Eitelkeit und natürlich auch Angst, dass ich sie wirklich verlieren könnte. Ne? Also der heutige Tag, der wird mir unvergesslich bleiben. Wieso? Was wird dir unvergesslich bleiben? Es ist das erste Mal, seit wir uns kennen, dass du nicht nur mir, sondern sogar dir die Wahrheit sagst. So da. Naja, den Höhepunkt haben wir natürlich versäumt. Ja, und vor allem das Buffet. Aber hätte ich vielleicht warten sollen, bis mir diese Person den Schirm über den Schädel haut. Aber sie hat sich schon aufgerieben gehabt. Aber ich war wie ein geölter Blitz auf der Straße. Das kann man sagen, mit einer affenartigen Geschwindigkeit, die ich Ihnen gar nicht zugetraut hätte. Ja, lieber Heinz, Sie sind leider ein hartscherter Schneck. In solchen Situationen, mein guter Rat, rennt man einfach davon. Mein lieber Herr Guido, erstens einmal, hartschen tue ich erst seit besagtem Vorfall, nicht? Weil Sie nämlich auf Ihrer wilden Flucht den schweren Messingschirmständer umgestessen haben und ich mich mit dem Skibad drüber unterstessen habe. Aber ich habe ja gar nicht gewusst, dass eine Vernissage so lustig sein kann. Ich auch nicht, so lange, bis Sie laut gelacht haben. Ich habe mich eh lang genug beherrscht. Aber dann hat diese Schauspielerin so dramatisch zu flüstern begonnen. Die Rostingsteine, sie schreien in meine Träume. Da habe ich erst krampfhaft versucht, mir die Ohren zuzuhalten. Aber was ja auch nicht direkt der Sinn einer Dichterlesung ist. Aber dann ist mein Blick auf dieses große Gemälde gefallen mit dem blauen Strich und dem grünen Klumpen. Weißt du, diese Fische im Mondlicht. Eben, da war es leider aus mit mir. Wie ich noch den Preis gelesen habe, na gute Nacht, da habe ich begonnen loszubrüllen. Die anderen, die haben begonnen zu zischen und ich habe sofort das Weite gesucht. Ja, das kann man sagen. Und auf ihrer Flucht haben sie dann noch ein paar Sesseln umgestessen. Stimmt's? Ja, stimmt. Und dann hätten die um ein Haar hätten sie mich erschlagen. Ja. Die Dame. Aber wissen Sie, diese Dame mit dem Schirm, wer das war? Nein, keine Ahnung. Na, das war die Dichterin von den rostigen Steinen. Ist nicht wahr. Ja. Na deswegen, sie hat ja fast Schaum vor dem Mund gehabt. Das kann man sagen. Peinlich. Nun, mich kennt ja niemand. Aber Sie werden vielleicht Schwierigkeiten haben. Nein, werde ich überhaupt nicht, weil kurz bevor Sie dabei waren, mich
mit dem Schirm zu massakrieren, habe ich gesagt, bitte lassen Sie mich in Ruhe, ich muss rasch meinem Onkel nachlaufen, nicht? Also Sie gemeint, und gesagt, der sitzt nämlich sonst immer in einer geschlossenen Anstalt, aber heute hat er Ausgang. Fabler! Na ja, das ist doch eigentlich eine Frechheit. Ich kann mich doch dort nirgends mehr blicken lassen. Ja, das würde ich Ihnen sowieso, also zumindest in der nächsten Zeit, nicht empfehlen. So, und jetzt schauen wir, dass wir deinen Kaffee und eine Jausen kriegen, weil durch Ihre Schuld bin ich ja an das kalte Buffet dort gekommen. Aber okay, wir sind doch eh zum Essen bei der Hilla eingeladen. Das ist noch das. Und den Kaffee, der Kaffee geht natürlich auf meine Rechnung. Und oh, bitte, Heinz, ja, auf ein Wort. Kein Wort zum Franz. Ja? Der sagt dann wieder, monatelang, man kann mit mir nirgends wohin gehen. Naja, wo er recht hat, hat er recht, der Herr Stationsvorstand. So, jetzt schaue ich, ob in diesem gut geführten Kaffeehaus vielleicht doch irgendjemand anzutreffen ist, der einen Kaffee macht. Jetzt sind jetzt 44, 45, deshalb jetzt der 46. Sie sind verhaftet. Ja. Heinz, wie kann man einen unschuldigen Menschen so erschrecken? Sehen Sie, das ist der springende Punkt, weil Unschuldige erschrecken ja nicht. Aber so wie Sie reagiert haben, das lässt vermuten, dass Sie, wie man sagt, Dreck am Stecken haben. Heute Nacht werde ich Albträume haben von dieser Geburtstagstorte. Ich bin schon zweimal unterbrochen worden, jetzt zum dritten Mal. Und immer kurz vor 50. Ah, ist das eine Geburtstagstorte für eine Dame? Ja, und sie muss morgen früh geliefert werden. Da sitzt sie bestimmt noch allerweil hier auf dem Dreck und zählt grüne Kerzen. Das ist so ein Art Sackelpicken, nicht? Wahrscheinlich büßen Sie damit Ihre vielen Sünden. Und so viele kann ich doch gar nicht begehen. Und das tut mir leid. Die Dame wäre vielleicht sogar geschmeichelt, wenn sie statt 50 nur 25 so grüne das Kerzen hingeben. Kann schon sein. Nur der Janik, der schmeichelt keiner Kundschaft. Der will, dass alles seine Ordnung hat. Ne? Da habe ich eine wunderbare Idee. Ja. Nachdem Sie jetzt mit den Kerzen eh schon ins Schleudern gekommen sind, machen Sie doch eine schöpferische Pause und bei der Gelegenheit machen Sie für den Guido und für mich einen herrlichen Kaffee und dann gehen Sie wieder in Ihr Kabäuschen und fangen bei Kerze 1 wieder an. Hm? Ja, Kurti, das ist aber hübsch, dass du wieder mal da bist. Du warst lang weg. Ja. Wie geht es dir? Wie waren die Geschäfte? Bist du zufrieden? Ja? Du, aber du darfst jetzt nicht gleich weg. Bin ich gerade von oben von meiner Arbeit heruntergekommen. Das kommt nicht in Frage. Hila, ist wunderschön, dich einmal zu sehen, nach langer Zeit. Ich meine, was soll ich da sagen? Du bist echt verlässlich und treu. Ich wusste etwas sagen. Du bist ein Fels im Meer. Von dir könnten sich manche eine Scheibe abschneiden. Ach, du nur nicht übertreiben. Ja. Komm rein. Ja, na, komm rein. Hila, darf ich erst später, vielleicht. Was ist denn? Ach, komm doch, bitte. Schau mal, der Heinz kommt und der Kurt kommt. Der Kurt und der Guido kommt und sie trinken einen Wein und sie essen ein Sandwich und du holst jetzt Hilde und jetzt Hilde, Hila, schau, das sagst du alles so leicht. So wie es einmal war, wird es bestimmt nicht wieder sein. Du, entschuldige, ich muss mich ein bisschen frisch machen nach der Reise. Außerdem muss ich ja sehen, ob die Hilde vielleicht schon die Koffer gepackt hat. Ich muss jetzt endlich in meinem Leben einmal Gewissheit haben. Der Franzi wird ja alles näher erklären. Hilde, servus. Behalt mich lieb, was immer auch geschehen mag. Behalt mich lieb. Kurt, komm! Was hat er denn? Gott, hoffentlich sind seine Finanzen in Ordnung. Ah, vielleicht der Franz. Ein. Meinen Bruder beleidigt? Du, ich habe deinen Bruder überhaupt noch nie im Leben beleidigt. Ja, ich habe höchstens versucht, unrealistische Höhenflüge von ihm gelegentlich zu stoppen, was mir allerdings fast nie gelungen ist. Heute, um also bei diesem Beispiel zu bleiben, also heute waren es allerdings mehr Tiefflüge. So, darf ich fragen, warum du da so süffisant lächelst? Also, jetzt wirst du mir auf der Stelle sagen, was mit dem Kurt war. Bitte. War ist der falsche Ausdruck. Ist. Er ist eifersüchtig. Auf was? Na, bitte, wenn ich der Dichterin das ausbessern darf. Das ist
grammatikalisch falsch. Es müsste heißen, auf wen. Und genau das weiß der Kurt aber selber nicht genau. Verstehe ich nicht. Meinst du, dass er spät ist? Nein, das weiß ich wieder selber nicht genau. Obwohl er also heute, zu meiner ungeheuren Verblüffung, ja? hat er mir eine dritte Neuigkeit mitgeteilt, auf die ich gar nicht gefasst war. Darf ich fragen, was die anderen beiden Neuigkeiten waren? Ja gut, also die erste Neuigkeit war die, dass er jetzt tatsächlich Geschäfte macht, bei denen er sogar etwas verdient. Und das zweite war, dass er in überaus munifizenter Weise dir deine Mansarde oben hat ausgestaltet. Und die dritte Neuigkeit? Ja, die dritte Neuigkeit war, du, der hat ja Herz, der kann sich kränken. Ich meine, ich weiß nicht, ob das echt war oder gespielt, aber jedenfalls, du, er machte auf mich heute den Eindruck eines menschlichen Wesens. Du, ich verbiete dir, dass du über meinen Lieblingsbruder so sprichst. Ja, Moment, du hast ja nur einen. Und zweitens, Hilla, du hast nicht genau zugehört. Ich habe etwas sehr Positives über ihn gesagt. Aber es ist ja, es ist bezeichnend, wie ihr beide tatsächlich seelisch miteinander verwandt seid. Aha. Ich verbiete dir außerdem, auf den Umweg über meinen Bruder mir eins auszuwischen. Ja, ja. Auswischen. Sie kennen doch diese berühmte Frage, nicht? Das kommt doch immer wieder in jedem Interview, wenn Sie auf eine Insel fahren, hörten und dürften sich drei Bücher mitnehmen, welche drei wären das? Und da habe ich gedacht, ich möchte so eine Aktion, so eine Werbekampagne bei mir in der Buchhandlung machen, so meine Inselbücher oder irgendwas. Insel. Sehr gut, sehr gut. Bei Insel, da denkt doch jeder sofort an Sand, Meer und Langeweile. Da muss einfach ein gutes Buch her. Also hervorragend. Heinz, wenn ich Ihnen da irgendwie behilflich sein kann. Was kommst denn? Was ist denn? Sie schauen mich so schräg an. Sie trauen mir nicht mehr seit heute Nachmittag. Ne? Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich finde, dass Sie der Einzige dort waren, der sich richtig verhalten hat. Ich meinte, dieses Gedicht war ja wirklich eine Zumutung, die Bilder waren eine Frechheit, aber glauben Sie, ein Mensch hat gelacht? Nicht einmal ich. Der Einzige, der sich richtig verhalten hat und richtig reagiert hat, waren Sie. Sagen Sie, Heinz, beschwichtigen Sie mich jetzt. Aus Freundschaft, mein schlechtes Gewissen beschwichtigen Sie. Ich bitte Sie, wenn ich in der Nacht mich im Bett wälze, das wollen Sie vermeiden und dass ich mich nicht bis tief in die Nacht hinein geniere. So schauen Sie aus. Ohne eine Spur Reue werden Sie durchbüseln bis morgen in der Früh. Haben die Herren bitte vielleicht noch einen Wunsch? Ja, fragen Sie nicht so scheinheilig, Sockerl, sagen Sie gleich, dass wir gehen sollen, damit Sie in Ruhe Ihre Kerzen zünden können. Zum Beispiel. Moment. Frau Sockerl? Ja? Ich habe eine Frage. Ja? Wenn es passieren würde, dass Sie eine Zeit lang allein auf einer einsamen Insel leben müssten, was, Frage, würden Sie mitnehmen? Mein Heizkissen, weil ich alle war so schnell kalte Füße. Ja, aber es gibt dort keinen Strom. Da fahre ich gar nicht hin. Ich meine, was tue ich denn auf einer einsamen Insel aber ohne nein, das Strom? Ist doch nur, das ist nur eine Annahme. Nehmen wir an, Sie wären auf einer einsamen Insel, wo es keinen Strom gibt. Das heißt, es gibt natürlich dort auch kein Fernsehen, kein Radio, es gibt auch keine Leute, die Sie ausrichten können, nicht? Hingegen bekommen Sie drei Bücher auf diese Insel mit. Welche drei sollten das sein? Drei Bücher. Na, da, zuerst einmal das Sparbuch. Das habe ich schnell ausgelesen. Aber dann eines, das ein dickes ist, das ich schon immer lesen will, aber keine Zeit dazu habe, Rosseggers Waldheimat. Das ist keine schlechte Idee. Das muss ich mir in meine Liste aufschreiben, das könnte ich auch mitnehmen. Aha, na schau, das ist ja gut. Und dann? Ja, dann lese ich jetzt einmal lang, das lese ich ja zweimal. Ich weiß, was Sie mitnehmen wollen. Wahrscheinlich ein Kochbuch. So was? Kochen kann ich von selber und wenn ich dort keinen Strom habe, nein. Nein, dann würde ich ein Buch, wenn ich schon auf dieser einsamen Insel allein dort sein muss, ein Buch, wo die Geschichte über diese einsame Insel drinnen steht. Das ist gar nicht blöd. Das ist ein interessanter Blickwinkel. Das ist, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Und Frage, was würden Sie als drittes Buch wählen? Als drittes Buch ein griechisches Lehrbuch. Griechisch? Warum griechisch? Ja, weil dann kann ich anschließend auf eine Insel fahren, die mir passt. Nicht? Und wenn ich dann dort so parliere, das war doch ein Hetz. Ich mache den Mund auf, es kommt griechisch heraus.
Naja, die Griechen sind ja allerhand angewöhnt, nicht? Das Volk hat ja viel mitgemacht und die haben ja gelernt, in Stille zu dulden. So Griechen. Still sind die gar nicht. Jede Nacht dasselbe Sirtaki. Aber sie haben ein sauberes Wasser und einen sehr blauen Himmel und ich nehme jedes Mal ein paar Kilo ab, weil ich die Kost dort so schlecht vertrage. Das ist ein gewichtiges Argument. Wie immer, ich glaube, der Herr Guder möchte gerne zahlen. Ja, gern nicht, aber ich werde heute bezahlen. Wir hatten 5 Kaffee. Herr Guder, da werden Sie aber in der Nacht Herzflattern kriegen. Nein, wieder nicht, weil 4 davon habe ich gehabt. Ah, dann ja, ist ja keine Gefahr, weil mit was sollten Sie flattern? Ich, also 100, weil Sie sind gerade aus, Herr Guder. Ich zahle so ungern, Bauer. Schreiben Sie es auf. Schreib's auf, ja. Bitte schön. Moment, da fällt mir ein, wir gehen doch zur Hila. Wir sind bei der Hila zum Essen eingeladen. Und ich habe nicht einmal ein Blümchen für Sie. Na, vielleicht können wir den Blumenschmuck von der Zuckerhandlung da zusammenraffen. Ja, da ja, wehe, hören Sie, die werden kühl gestellt und die halten noch 2 bis 3 Tage. Da fällt mir die Blumen da an der Ecke, die hat doch immer eine Zeit lang länger offen. Ja, aber wenn sie ausverkauft ist, geht sie heim. Heim? Hopp auf, zur Blumenfrau kommen Sie, Heinz. Auf Wiedersehen, Frau Sokol. Das ist wunderbar. So oft ich mit dem Guder zusammen bin, komme ich aus dem Rennen nicht heraus. Komm schon. Und ich gehe wieder. Ich gehe wieder meine grünen Kerzeln schön. Wenn der Janek nicht so ein gernlicher Mensch wäre, man, es hätte sie auch getan, aus Zuckerguss ein 50 drauf. Jetzt war ich bei der äußeren Reihe. Wenn ich gleich mitgezahlt hätte, hätte mir das Ganze verschwört. Jetzt gehe ich wieder von vorne auf. Mist, Bruder, Rickert. Grüß Gott. Hallo, Herr Janek? Frau Sokol? Es ist wirklich niemand da. Oh, aber die lachen mich an. Oh, Oh Gott, ist das gut. Noch eins. Also mein Charakter ist mit freiem Auge auch nicht mehr zu sehen. 45. Nein, nicht mit dem Jo. Da brauche ich noch. Nein, ja, da sind Sie ja, Frau Sokol. Was ist? Ist Ihnen alles gut? Kann ich Ihnen helfen? Nein, mir kann kein Mensch mehr helfen. Ich werde bis an mein Lebensende grüne Kerzerln zählen. So. Hat der Herr Kurz Sie endlich erwischt? Wieso, der ist in Villach. Nix, der ist in Wien. Ich habe den ganzen Nachmittag damit zugebracht, vor einer halben Stunde, um ihm zu erklären, dass Sie am Nachmittag beim Friseur sind und abends turnen gehen. Ach, Frau Sokol, ich mache mir doch meine Haare selber und warum soll ich turnen gehen? Und noch am Abend? Na, aber ich habe ihm ja irgendwas sagen müssen. Er war ja ganz empört, dass er sie telefonisch nie erreicht. Na ja, ich war ja nicht zu Hause, natürlich nicht. Na und ich, für einen Anrufbeantworter, ja, für diesen hat er überhaupt kein Geld. Da ist er zu geizig. Ja, ich bin ja eh immer zu Hause, sagt er. Aber jetzt? Jetzt ist etwas im Werden, ja, und, oh Gott, was haben Sie gesagt? Der Kurti? Der ist in Wien? Ja. Ja, also das fasse ich ja noch gar nicht. Fassen Sie ruhig, weil der ist überhaupt nicht gütig aufgelegt. Dann hat ihm der Berni noch erzählt, dass Sie zu so einem feschen Mann ins Auto gestiegen sind. Ja, bin ich, aber das war sehr notwendig. Heben Sie nicht die Verteidigungsrede für einen Kurt auf, mir brauchen Sie es nicht. Ja, warum soll ich mich verteidigen? Ich sage ihm einfach die Wahrheit. Ui, das kann sehr gefährlich sein. Männer vertragen jede Menge an Lügen, aber nicht eine einzige Wahrheit. Das stimmt, da haben Sie recht, Frau Sokol. So, Ave, jetzt haben wir den Chimborazo genommen. Ja. Was sehe ich jetzt erst, was haben Sie denn da für ein schreckliches Gemüse? Was soll ich machen, es war sonst nichts mehr da. Jetzt haben wir die Blumenbandlerin. Hat mir jetzt das gegeben, womit an sich die Blumen garniert werden. Aha, haben Sie ja noch dafür bezahlt. Aber wo? Die hat mir es ja fast nachgehaut, weil ich gefragt habe, ob sie Mimosen hat. Okay, Mimosen gibt es ja bei uns höchstens noch bis Ende Jänner, höchstens. Na, das wissen Sie, das weiß die Blumenhandel, aber ich habe es nicht gewusst. Ja, aber schön, wir legen dieses schreckliche Gemüse. Herr Birgit vor die Tür. Ja, oh, ist schon da? Zu spät. Ja, wir sind schon da, meine Verehrung, Christian. Grüß dich. Christian. Oh, nein, was bringen Sie mir da? Ach, Heinz, das ist ein echter erster Frühlingsgruß. Ich meine, Blumen sind sehr schön, aber
feinsinnig. Ja, gelegentlich habe ich solche Anwandlungen. Ja, wir haben ja eigentlich Mimosen mitbringen oh, wollen. Oh, das ist aber gut, dass ich die nicht mitgebracht habe. Die sind sehr schön, die liebe ich sehr, aber ich bin allergisch gegen sie. Na, wie war es auf der Ausstellung? Wunderbar. Ja. Wirklich. Stimmt's, Heinz? Schön, Kinder, jetzt hole ich eine Vase und ihr geht bitte hinein und wartet bitte, auf mich. Bitte, bitte, ja? Danke schön. So. Nachdem sich wunderbar, ja, wunderbar, ja, bekanntlich von Wundern ableitet, ha? Haben Sie bezüglich der Vernissage nicht einmal gelogen. Gut formuliert und sehr einleuchtend. Ich danke vielmals. Oh, ihr seid schon da. Servus, Guido. Servus, Heinz, herzlich willkommen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, ja, ja, ich habe allerdings gedacht, dass ihr erst etwas später kommen werdet. Ja, das haben wir auch gedacht. Aber ja, weil es eigentlich zu spät geworden wäre, dass nicht, wenn der Heinz nicht war, er trifft diesen, er trifft jenen. Ja, da, er wird getroffen, der ja, Heinz. Wollt ihr gerne einen Kaffee? Nein, oh, ein kleines Stück. Aber bitte. Für den Heinz nichts mehr. No, no. Wir haben unten in der Konditorei, da haben wir einen Sprung, haben wir uns dort aufgehalten und da hat er eine Unmenge Kaffee getrunken. Was, das höre ich aber gar nicht gern. Kaffee wird am Samstag bei mir hier oben getrunken. Mhm, ja, ja. Es war ja nur, weil wir so. Es war, ja, wir sind zu früh weggegangen und da habe ich mir gedacht, wenn wir zu spät kommen, dann. Vielleicht es war, nein, der Grund war der. Ja. Ich habe mir vor, in der Buchhandlung seine Werbekampagne zu machen. Aha. Sie kennen doch diese berühmte Geschichte mit diesen Inselbüchern, nicht? Also wer nimmt, wenn er auf einer Insel ist, welches Buch mit? Und da sind wir eben in die Konditorei und weil ich die Sokol fragen wollte, welche drei Bücher sie mitnehmen würde. Und da hat der Heinz eine interessante Lösung gefunden. Na? Lassen Sie hören. Naja, na, das ist nämlich wirklich, das ist so, ich weiß schon, dass man welches Buch nehmen Sie auf die Insel mit. Sehr gute Idee. Ja, da möchte ich also so eine Art Befragung vorher machen. Also so durch sämtliche Bildungsschichten, richtig, so der Bevölkerung, wer wo was liest. Und vielleicht kann man dann eben für diese Kampagne so schon ein etwas gezieltes Angebot zusammenstellen. Ja, also ich möchte wetten, so wie ich meine lieben Landsleute kenne, werden scheinheiligerweise 10 von 9 erklären, sie nehmen die Bibel mit, weil sie glauben, das macht sich gut. Ja, das könnte sein. Also ich würde als erstes Buch eine Gesamtausgabe, den gesamten Karl May mitnehmen. Ja, wirklich, das würde mich an meine Kindheit erinnern und außerdem, ich würde es wirklich gern wieder mal lesen. Und du sag einmal, das ist ja mindestens noch 50 Bände, ne? Sind in der Radebeil-Ausgabe, glaube ich, 65. Und warum nicht in der Gesamtausgabe? Irgendein Gewicht ist doch nicht vorgeschrieben, nein, oder? Nein, bitte schön. Also, drei Bücher, ja, ich überlege schon. Also, obwohl du mich jetzt vielleicht scheinheilig schimpfst, ich möchte sehr gerne das Alte Testament mitnehmen, bitte? Als erstes. Ja. Und dann möchte ich zwei Bücher, einen Roman und ein herrliches Buch, das heißt Und Ja zum Leben sagen, trotzdem Ja zum Leben sagen, von Viktor Frankl und von Jurek Becker, das ist ein Begriff sicher, Jakob der Lügner. Aha, na bitte, sehen Sie mal, lieber Heinz, zwei Personen. Bereits völlig total andere Ansichten, ja? Tot capita, tot sensus. Ja, aber das ist von Karl May bis zum Viktor Frankl ist ein weiter Weg. Weiter Weg. Zurück. Na, was werden Sie als erstes Buch? Na, das ist ganz einfach. Eine Wiener Weihnachtslegende. Sie heißt Uns ward ein Kind geboren und ist von Georg Terramare. Terramare ist wahrscheinlich, mit Ausnahme von ein paar alten Leuten wie mir, niemandem mehr ein Begriff in Wien. Das war ein Wiener Schriftsteller, der sehr katholisch war, der aber trotzdem 1938 dann vertrieben wurde und der in der Emigration in Bolivien, in La Paz, vor lauter Heimweh nach Wien, von der Fiktion ausgegangen ist, dass Jesus Christus ja nicht unbedingt im Heiligen Land geboren sein muss, sondern praktisch überall auf der Welt geboren sein könnte, zum Beispiel auch in Wien. Und wie er das nun beschrieben hat, wie in den verschiedenen Wiener Bezirken sich das abgespielt hat, das ist etwas, was ich also sehr gerne immer wieder lese. Und das zweite Buch, das ich möchte, ist ganz anders. Das ist von Hans Adler,
heißt Affentheater und ist im Gegensatz zu dem, was ich vorhin sagte, eher ein bösartiges Buch. Es ist nämlich jene Gebrauchslyrik, wie etwa der Erich Kästner sie geschrieben hat, aber eben auf Wienerisch. Ja, und das dritte Buch, ja, was will ich? Na, da würde ich mitnehmen eine spanische Sprachlehre, weil mir fällt dann las Palabras, ich muss meine Sprachkenntnisse wieder auffrischen. Palabras? Ja, das trifft sich gut mit den Sprachkenntnissen, da triffst du dich mit der guten Sokol. Ja? Die nimmt auch ein Sparbuch mit, ein Sprachbuch mit. Ja, aber die ein griechisches. Um Gottes Willen, ich glaube, die kommen allein auf die Insel. Das ist eine furchtbare Vision. Ich komme auf die Insel, wer ist dort? Die Sokol. Und wie redet sie? Griechisch. Nein, nein, bitte, also diesen Horror mache ich nicht mit. Sagen Sie, na, lieber Heinz, und was nehmen Sie mit? Sie werden lachen. Sie werden lachen. Wissen Sie, was ich würde wirklich mitnehmen? Ein großes, dickes Kochbuch. Weil da es kommen wirklich langsam, es geht mir auf die Nerven, dass meine Kochkünste bereits mit einer Eierspeise überstrapaziert sind. Da kommen Sie als Drei-Hauben-Koch zurück. Ja, bitte, nur müssen wir nur sagen, wie kochen Sie denn auf der Insel ohne Strom? Liebe Sektion, ich habe meinen Robinson gut gelesen. Ah, ja? Also ich meine, Lagerfeuer ist eine Kleinigkeit für mich. Setz mich nicht fest, da kommt ja nicht als Vier-Hauben-Koch zurück, sondern nicht als Drei-Hauben-Koch. Denn wenn man zum Beispiel aus einem Lehrbuch schwimmen lernt, dann kann man es in der Praxis noch lange nicht. Da geht man dann unter, wie ein Stein. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Wer kann denn das wieder sein? Erwartest du noch irgendjemanden? Nein! Du gut oder habt ihr mir irgendwer herbestellt? Tja, mal sehen. Grüß dich, ja, liebe Hilde, komm da weiter. Die Sokol hat mir echt gesagt, dass der Kurti bei euch ist. Nein, der war bei uns, nicht wahr? Jetzt müsste er bei dir in der Wohnung sein. Hast du ihn da nicht getroffen? Nein, weißt du, ich bin an unserer Wohnungstür vorbeigeschlichen. Ich wollte zuerst mit dir reden. Die Sokol sagt, der Kurt ist so merkwürdig. Ja, das kann man ruhig sagen. Ja. Na, komm nur weiter. Darf es ist ich nur, das der Herrlich? Ja, bitte sehr. Es ist nur der Heinz da und der Guido. Ah. Oder bist du durchaus nur mit mir allein? Nein. Ich wollte nur nicht über ungeackerte Eier reden. Bitte sehr. Ja. Grüß dich, Hilde. Wie ist dein Kaffee, Hilde? Danke, nein. Na, aber setzen. Ich möchte unbedingt etwas erzählen. Nein, erzähl. Los, steht was ist los? Ich habe einen großen Fisch an Land gezogen. Ein Fisch? Wir kommen von der Insel nicht weg. Pass auf. Eine Gruppe, Folkloregruppe, sehr professionell, die hat zwar Nummern, so immer verschiedene Kostüme, sehr bunt, und eine Nummer, die lassen sich die Kleider von mir machen. Großartig. Was großartig. Ja, Gott, ich habe Besprechungen gehabt. Ich musste Entwürfe machen. Ich habe Stoffe ausgesucht und die Farben ausgesucht. Ach, das waren lange Debatten. Aber heute hat mich dieser Leiter dieser Gruppe abgeholt und wir haben das Geschäft fix gemacht. Aha, und das war so ein richtiger Feschack. Ja, wieso? Nur der Kurt hat ihn mir so beschrieben. Der Kurt? Der hat mich gesehen? Nein, der hat ihn nicht gesehen, aber der ist vorzeitig zurückgekommen, weil er nie mit dir telefonieren konnte. Nur was mir der Kurt alles erzählt hat, da wäre zerstanden. Gut, das erzählst du später. Jetzt sei so lieb, ruf die Sokol an. Sie soll die Brötchen raufbringen. Ich gehe in die Küche und den Wein da. Er wird seine Geschichte hören. Ich wüsste ja gar nicht, dass der Kurt so eifersüchtig ist. Was ist er? Na, ich sage... Der Kurt, die ist eifersüchtig? Ja, und wie? Schade, so würde ich ihn gerne mal erleben. Sie sind ein sensationsgieriges Wesen, lieber Heinz. Ja, vielleicht. Aber eigentlich sollte doch heute meine Sensationsgier schon befriedigt sein, nicht? 37, 38, nein, nicht, nein, 40, nein, aber ja, ja, Herr Sektionschef, nein, es ist nichts los hier. Ja, ich komme dann mit den Brötchen, komme ich dann herauf, tu ich dann, ja, natürlich, nein, ich habe nichts zu tun, bis gleich. Du Luther, dir wäre es Zeit. Nein, Lehrer, ich lasse mich doch nicht pflanzen. Dich stelle ich nackt in den Eisschrank. Und morgen wird der Janek sich wundern. Sollte er auch eine Freude haben. Natürlich war ich nie zu Hause oder fast nie. Und ich werde auch in nächster Zukunft sehr wenig zu Hause sein, weil
Ich muss ja diese Amtprobe mache ich in einem Lokal, das die Gruppe gemietet hat. Weil wenn ich alle zu mir ins Haus bitte, okay, dann ist es wie ein Ameisenhaft. Und das kann ich den Leuten ja wirklich nicht zumuten. Nein, sag einmal, aber ich würde dir raten, jetzt gehst du zum Kurt herunter und klärst die ganze Sache auf, bitte. Ja, das müsstest du wirklich tun. Nein, du, wir bitten ihn lieber herauf. Ein bisschen zappeln kann ihm nur gut tun. Das ist gemein, du. Er glaubt nämlich wirklich, dass du vielleicht schon die Koffer gepackt hast. Das ist ein Narr. Ja, genau. Da habe ich in meiner Jugend einmal eine Dame gekannt, okay, da habe ich gedroht, danke, dass ich meine Koffer packe und sie verlasse auf der Stelle. Und was war? Sie hat meine Koffer schon gepackt gehabt. Was haben Sie gemacht? Ja, gegangen bin ich. Ich meine, ich muss doch zu meinem Image stehen. Ja, aber lieber Heinz, Sie sind mir noch etwas.